Ja, schönen guten Abend noch von mir. Und beim Wetter wird es langsam unbeständig. Eine Gewittertiefe sorgte heute für lokale Unwetter mit Starkregen. Vor allem der Westen und im Süden Deutschlands. Diese Gebiete waren betroffen und sind auch noch betroffen. Morgen können dann eventuell wir lokal begrenzte Gewitterschauer erleben. Aber für die meisten schaut es eher nur dicht bewölkt aus, wo die Sonne deutlich weniger präsent sein wird und es wie so oft trocken bleibt. Wiederum werden wir den Temperaturrückgang spüren. Kaum mehr als 20 Grad werden wir nur noch haben, wo es heute noch bis zu 29 waren. Wir schauen auf die Nacht und hier ist es bei uns geringe, bewölkt und trocken. Es geht runter auf 13 bis 11 Grad im Harz auf 7. Dabei lässt der Wind auch immer mehr nach. Morgen zum Freitag, wie schon erwähnt, ist die Sonne nicht ganz so oft zu sehen wie heute. Viele Wolken sind unterwegs und wenn nicht gerade lokale Schauer oder Gewitter auftreten, bleibt es vielerorts unverändert trocken. Das Ganze bei Höchstwerten von 17 bis 22 Grad und ähnlich das Wochenende. Mal haben wir Sonne, mal dichtere Wolken. Es bleibt aber oft trocken, nur in Richtung Burgenlandkreis sind mal einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Damit noch einen angenehmen Abend und gern bis morgen. Tschüss. Ja, schönen guten Abend noch zum Wetter. Und was haben wir heute wohl alle gestöhnt in dieser drückenden Luft, in der Schwüle? Der Satellitenfilm zeigt uns dazu die Wetterlage. Ein weiteres Tief macht sich nämlich aus Westen zu uns auf den Weg. Und dabei sorgen dicke Wolken erneut nach Süden hin für einiges an Dauerregen. Die ganze Nacht über wird es bei uns nass sein in Sachsen-Anhalt. Das bedeutet, für die kommenden Stunden regnet es und gewittert immer wieder, vor allem in der Mitte und nach Süden hin. Hier kann es durchaus auch mal kräftiger schütten. Dann sind lokal bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Ganz vereinzelt aber auch 30 bis 40. Das ist auf alle Fälle ganz schön viel und bedeutet eben auch Unwettergefahr. Und das Ganze geht morgen auch in die nächste Runde. Sprich, der gewittrige Regen hält an bis in den Vormittag hinein. Auch hier wieder sind besonders im Süden die höheren Regenmengen möglich, was dann zu örtlichen Überschwemmungen führen kann. Vorbei ist das Ganze dann so langsam im Laufe des Nachmittags, wenn sich die Wolken von Westen her lockern und sich die Sonne wieder zeigt, wobei uns dann nur noch maximal 21 Grad erreichen. 27 sind es dann aber schon wieder zum Sonnabend und dazu ist es auch erst einmal meist trocken, das Ganze bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Schönen Abend. Zieht dann bis morgen Vormittag nach Nordosten über uns hinweg und erst dann gibt es für uns auch wieder die nächste Badegelegenheit. Schauen wir uns das Ganze aber noch mal genauer an. Heute Nacht, da ist es zunächst noch klar. Später zieht es sich dann zu und in der zweiten Nachthälfte kommen dann von Thüringen her Schauer und Gewitter auf. Das Ganze passiert wie so oft nur lokal, ganz begrenzt. Sprich, es wird nicht überall regnen, blitzen oder donnern, aber es kann lokal eben doch zu Unwettern kommen, vor allem durch Starkregen. Das Ganze bei milden 16 bis 19 Grad und der gewittrige Regen, der zieht dann morgen im Laufe des Vormittags über die Havel ab. Dahinter sind dann Schauer nur noch selten. Wir spüren dann eher einen lebhaften Westwind. Der sorgt dann auch erneut für sommerliche Temperaturen und anschließend geht es dann hauptsächlich freundlich mit viel Sonne und ähnlichen Temperaturen weiter. Hitzegewitter sind dann selten. Schönen Abend! Und schönen guten Abend noch zum Wetterbericht hier bei uns im Sachsenspiegel. Ja, rückseitig von einer Kaltfront, die in der vergangenen Nacht innerhalb einer Stunde lokal um die 20 Liter Regen pro Quadratmeter gebracht hat, ist es spürbar frischer geworden. Ja, die drückende Hitze ist mal kurzzeitig raus. Wer mit ihr sowieso nicht so gut kann, für den war heute mal ein bisschen Durchatmen angesagt. Die Werte liegen teilweise unterhalb der sommerlichen 25 Grad, aber schon morgen ist damit wieder Schluss. Die Wärme kommt zurück. Ein umfangreiches Hoch, das verlagert sich von Westeuropa bis in unsere Region und bringt neben Sonnenschein auch die sommerlichen Werte zurück.
Wir schauen auf die Nacht und auch hier ist Durchatmen, Durchlüften ganz gut. Es wird recht frisch, es klart auch immer mehr auf und ist trocken mit ein paar flachen Nebelfeldern zum Morgen hin. Und morgen dann am Donnerstag gibt es gleich mal viel Sonnenschein bei uns. Auch am Nachmittag bis auf wenige Quellwolken freundliches Wetter. Regen ist weit und breit nicht in Sicht. Die Höchstwerte liegen dabei bei 26 Grad im Raum Dresden, im mittleren Bergland bei 21. Und zum Wochenende hin wird es noch wärmer. Aus Nordwesten her ziehen dabei viele Wolken mit durch, die am Freitagnachmittag gebietsweise und am Sonnabend dann teils auch kräftige Regenschauer mit sich bringen können. Damit noch einen schönen Abend und gern bis morgen. Tschüss. Sehr milde Luft aus dem Südwesten Europas zu uns gelenkt wird. Auch viele Wolken waren dadurch mit am Himmel unterwegs, wobei hin und wieder auch mal ein bisschen die Sonne durchkam. Am Abend zieht aber nun ein Tiefdruckgebiet mit einer Kaltfront herein und damit wird es bei uns etwas kühler werden. Regen ist ein bisschen mit dabei und auch der Wind lässt erst einmal wieder nach. Bis heute Mitternacht gilt allerdings auf dem Brocken noch eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Dazu haben wir überwiegend dichte Wolken, die eben stellenweise für ein ganz klein bisschen Regen sorgen können. Meist aber schaut es trocken aus bei Tiefstwerten, die deutlich kühler sind als zuletzt. Es geht runter auf 7 bis 5 Grad, auf minus 2 sogar auf dem Brocken. Ja, und morgen auch da bleibt es bei uns wolkig. Gelegentlich gibt es Sonne und Regen, wird es eher selten. Aber mit 8 Grad maximal ist es deutlich kühler als heute. Der Wind ist kaum spürbar, weht nur schwach bis mäßig. Und am Mittwoch und Donnerstag, da wird es dann unbeständig. Ein kleines Sturmtief zieht nämlich über Deutschland hinweg. Der Wind nimmt dann wieder an Fahrt auf. Dazu regnet es zeitweise. Die Temperaturen ändern sich da kaum, bleiben für diese Jahreszeit aber weiterhin zu mild. Schönen Abend. Und auch heute ruhiges Hochsommerwetter bei uns in Sachsen-Anhalt und vor allem nicht ganz so heiß wie gestern die Höchstwerte. Die lagen zwischen 25 und 30 Grad. Ja, mit diesen Temperaturen bei Hochdruckeinfluss geht es auch in die kommende Woche. Von Montag bis zum Donnerstag, da hält sich die Sommerluft oberhalb der 25-Grad-Marke. Auch viel Sonnenschein ist mit dabei, nur ab und zu wird es mal einen Schauer geben. Und danach kommt wieder eine Phase mit häufigeren Gewittern und es stellt sich die Wetterlage um. Ja, Tiefdruckeinfluss bringt dann aus dem Nordwesten kühlere Luft. Da wird es angenehmer zum Durchlüften, aber eben auch häufiger nass. Schauen wir auf die kommende Nacht. Hier ist es bis auf den Nebel ruhig und trocken, auch angenehm mild. 17, 18 Grad als Tiefstwert. Im Harz gibt es 15. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. Und morgen gibt es dann erst einmal Frühnebel, dann Sonne. Und die bleibt auch den ganzen Tag bei uns. Es wird freundlich und trocken. Und auch wenn sich da mal ein paar schöne Wetterwolken mit dazu tummeln. Und wie heute gibt es wieder Höchstwerte zwischen 26 und 29 Grad im Harz. Dann sommerliche 25 und Dienstag und auch am Mittwoch gilt das Gleiche. Hochsommerlich ist es mit viel Sonne und nur ab und zu mal gibt es einen lokalen Schauer bei uns. Weitgehend ist es aber doch trocken und dazu haben wir Temperaturen bis nahe der 30-Grad-Marke. Ihnen damit noch einen schönen Abend. Ja, schönen guten Abend noch zum Wetter und das war heute noch mal leicht wechselhaft. Letzte Schauer sind mit Abzug einer Kaltfront raus. Dadurch war es heute mal ein ganz klein bisschen weniger drückend als gestern. Am frühen Nachmittag lagen die Werte zwar erneut im sommerlichen Bereich, aber teilweise waren es eben auch nur 24 Grad, wie beispielsweise in Sebnitz. Also auch mal ganz gut zum Durchatmen. Allerdings steigen die Temperaturen in den nächsten Tagen schon wieder kräftig an. Sehr warm bis heiß wird es werden. Am Wochenende wird erneut die 30-Grad-Marke geknackt. Unser Hoch mit dem Namen Frederik sorgt dann auch wieder für viel Sonnenschein bei uns, bevor wir am Sonntag aus Westen erneut mit kräftigen Schauern und Gewittern rechnen müssen. Schauen wir ins Detail auf heute Nacht. Hier sind wieder viele Sterne zu sehen. Zum Morgen hin dann aber auch mal ein paar flache Nebelfelder. Dazu wird es angenehm frisch bei wenig Wind. Und morgen nach Auflösen der Nebelfelder verbreitet sonniges Wetter bei uns. Im Tagesverlauf kommen dann aber die ersten Quell- oder dünnen Schleierwolken herein. Es bleibt trotzdem meist trocken bei Tageshöchstwerten von bis zu 29 Grad. Und Freitag wird es dann schon wieder heiß mit 31 Sonnen. Sogar bis 33 Grad und an beiden Tagen bleibt es trocken, auch wenn sich am Himmel mal ein paar Wolken zeigen. Erst am Sonntag steigt bei uns die Gewitterneigung. Schönen Abend noch und gern bis morgen.